Auf Instagram kam auch die Frage, wie es denn zur Gründung der Olivera Stables gekommen ist. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie gut ihr mit der Geschichte vom Wobei Verlag vertraut seid. Es ist so, meine Mutter, Isabella Sonntag, hatte, bevor wir angefangen haben, also bevor wir die Olivera Stables hatten, haben wir den Buwei Verlag gehabt. Der Buwei Verlag ist bestimmt einigen ein Begriff, denn er hat zum Beispiel Bücher hervorgebracht wie Finger in der Wunde von Dr. Gerd Heuschmann, Aus Respekt von Anja Behran und viele weitere ganz tolle Pferdebücher. Zum Beispiel auch Professionelle Arbeit am Boden von Dr. Alfonso Aguilar. Also zu allen möglichen Themen in der Pferdewelt hat meine Mutter Bücher publiziert. Irgendwann hat sie angefangen, dann auch eben mit den Autoren der einzelnen Bücher Seminare zu veranstalten. So auch irgendwann mit Manuel Jorge de Oliveira. Und wir waren schon lange auf der Suche danach, sozusagen ein Zentrum zu eröffnen, wo wir eben diese Seminare veranstalten können. Also auch Seminare damals noch mit anderen Ausbildern. Das hat sehr lange gedauert, bis wir dann hier gelandet sind, also in Waal. Und in der Zwischenzeit war es dann auch so, dass sich unsere ganze Arbeit mehr und mehr auf Manuel Jorge de Oliveira konzentriert hat, weil wir einfach gemerkt haben, das ist wirklich Reiten in Balance. Das ist nicht eine Methode, das ist nicht ein ja, irgendwie ein Verbiegen des Pferdes, das ist keine Rumspielerei, das ist, es ist einfach wahr, wie soll man das anders sagen? Es ist was ganz, was Authentisches, ja. Ja, und dann haben wir einfach beschlossen, als wir dann dieses wunderschöne Ausbildungs- oder diese wunderschöne Reitanlage gefunden haben, haben wir einfach gesagt, okay, das sind jetzt die Olivera Stables unter der Leitung von Manuel Jorge de Oliveira. Und wir wollen hier das Wissen von Manuel Jorge de Oliveira weiterverbreiten. Rein und unverfälscht. Deswegen ist Manuel Jorge de Oliveira 2 Wochen pro Monat vor Ort und gibt sein Wissen weiter an uns, an Schüler, an jeden, der interessiert ist. Es ist hier auch niemand irgendwie ausgeschlossen. Man muss kein, das war uns auch wichtig, man muss keine bestimmte Rasse haben, um hierher zu kommen. Man muss keinen bestimmten Ausbildungsstand haben, um hierher zu kommen. Jeder, der interessiert ist an echter, authentischer Pferdeausbildung, ohne verwaschen, ohne einfach nur einer Gruppe zu folgen, ohne das Pferd zu mechanisieren, der ist hier herzlich willkommen zu lernen. Er darf auch alle Fragen dieser Welt stellen. Er oder sie darf alle Fragen dieser Welt stellen. Wir werden immer versuchen, es nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ja, und um eben diesen Ort zu haben, an dem wir genau das machen können, haben wir die Olivera Stables gegründet.